Jo Leute, willkommen zurück zu Marvel vs. Capcom Infinite. Wir sind hier stehen geblieben mit Kampf gegen Gamora und Strider Hiryu. Ich einfach so Strider. Gegen die Ultron-Drohnen. Das kann was werden. Ich würde aber auch sagen, Gamora spiele ich auch zum ersten Mal. Aber die spielt ja nicht schlecht, Alter. Die ist gut. Die hat eine gute Reichweite wenigstens. Die hat eine gute Reichweite. Was ist ihre Ulti? Ja. Yeah. Okay, nochmal. Puh, getroffen. Das war geil. Das war cool. This man, Grandmaster Mail. Who is he to you? He is no man. He is the Lord of Darkness, capable of corrupting life itself, reshaping it to his own twisted desire. It seems you know him well. I have fought the Grandmaster for 1,000 years, dying 1,000 deaths, as if my fate is forever bound to his. But this time, you will not face him alone. Bitte was? Strider. He's a man of his word. Huh? Hey, who's the action figure? Zero? Zero? No. I am Oblivion. His core routines have been rewritten by the Grandmaster. Nova, Major, get to the core. We got this. Go! Be careful. Zero. Einer von Mega Man. Sieht man ja. Ich glaube, der ist... Einer von Anti-Rose. Das könnte man den, glaube ich, als... Gott, wie hieß immer dieser rote Typ da? Der mit Mega Man mitgehalten hat. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Oh, keine Ahnung mehr. It's like Einstein said, if something's broke, hit it till it works. Ready. Ja, aber hieß nicht Zero, das weiß ich. Na komm, Mega Man gegen Zero. Die ewigen Freunde und Rivalen. Ich will aber näher an, Zero hat ein cooleres Aussehen. Ich weiß aber, dass er so eine tiefere, gründige Geschichte hat. Und also mit Mega Man X und den beiden halt. Das war blöd. Das war ein bisschen blöd. Komm jetzt aber. Ach, leck mich doch. Ja, ist ob. Ey, du Ninja. Blonschow, komm her. Also, aber viel über Mega Man weiß ich auch jetzt nicht genau. Also, über die halt. Ich weiß, es gab noch eine Anime-Serie zu Mega Man X, also allgemein zu Mega Man. Komm, machen wir Rocket ein bisschen hier. Also der macht aber weniger Schaden, ne? Kann es sein? Besiege Zero. Okay, das ist ja... Das ist ja nicht schwer, oder? Ja. Holt da so eine Minigun raus. Oder so sogar ein Maschinengewehr. Jo, wahrscheinlich. Nex, what happened? You tried to kill us, but no hard feelings, huh? Come. Bear witness to the death of your world. The virus shall remake the Earth in Ultron Sigma's image. The drones shall destroy any who resist. What the fuck? Wer so fick ist denn das jetzt?
Aber wie es aussieht, folgen jetzt alle All schon Sigma. Das ist interessant. Ich würde mal gerne wissen, wie es dazu kam. Also wie Ultron die ganze Macht an sich gerissen hat. Alle Bösewichte ihm Folgen tun. Das würde ich mal gerne wissen. Ich hoffe, das wird noch erklärt in dem Spiel. Oh Gott, Ladebalken, yay. Und Codierung überlastet, yay. Also nach diesem Part, wenn ich die Aufnahme auch. Ich habe drei Parts immer, das reicht vollkommen aus. Ultron Sigma believes we are making a perfect universe. I am merely content to see your kind suffer. Ready! Ich bin gerade ein bisschen geleckt. Und ich muss 6 Stück besiegen, ja, come on. Ernsthaft 6 Stück? Wetten? Alter, komm jetzt her. Ja, als ob. Das haben wir dasselbe wie bei MODOK. Wetten, komm, ich bin noch so ein Gegner, der voll krass drauf ist. Ja, als ob. Aber wenigstens frisst nicht viel Schaden. Das war ein bisschen blöd. Ja, das war blöd. Mit Nova kann ich echt so gar nicht spielen. Es war voll ungewohnt, so Nova so voll muskulös zu sehen. Ich kenne halt nur aus der Ultimate Spider-Man. Weil sonst habe ich von Nova nie was gehört. Ich weiß es aber auch, dass mit der gar nichts mit Galaxy zu tun hat. Und mit diesem Nova Core. Aber sonst habe ich von Nova keine Ahnung. Alter, komm jetzt her. Ja, als ob, wie viel Schaden macht dieser Scheiß. Jetzt aber. Gibt's doch nicht. Wie viel fehlen noch? Noch 2, 3? Alter, guck mal an. Allein diese Kugel macht mir so viel fucking Schaden. Jetzt könnt ihr auch wechseln langsam. Scheiße. Und Nova ist tot. Egal, komm, Captain Marvel. Mit der habe ich schon ein paar Mal spielen können auch. Deswegen, die ist. Das war leider daneben. Alter, kannst du mal aufhören? Da hinten. Ich hasse, wenn sie so keine Reichweite haben. Oh, das war gar nicht geplant. Das war gar nicht geplant gewesen, aber okay. Aber Captain Marvel ist eigentlich auch ein der starke Marvel-Charakter eigentlich. Alter, kannst du mal aufhören mit deiner verfickten Kugel? Alter. Das war cool. Ja, yo, als ob. Als ob. Ja, der ist weg. Ich werde hier sterben, Alter. Ich werde hier sterben. Ich werd sterben, Alter. Alter, ich hab Schiss anzugreifen, ne? Ich werd hier sterben. Oh, da ist Nova. Alter. Das war so klar. Das war so klar. Continue. Alter. Kein Wunder, dass Marvel vs. Capcom Infinite so jetzt gehatet wird, seitdem Fighters draußen ist. Also, sie waren um diese Konkurrenten irgendwie gehatet, habe ich so mitbekommen immer. So Marvel vs. Capcom und Dragon Ball Fighters Z. Also Dragon Ball Fighters halt. Das kann ich mir auch vorstellen, warum. Aber ich muss sagen, von der Story her gefällt mir aber Marvel's Capcom ein bisschen mehr. Als Fighters aktuell. Aber ich bin ja bei der Story nicht weit, weil ich mache ja die Story nur als Livestream. Und privat habe ich da auch noch nicht spielen können, weil ich noch keine die PS4 Version nicht habe. Alter, kannst du mal aufhören? Das war blöd.
Das war blöd. Alter, oh Gott. Ich komm mit der Ficken. Ich kann die nur spielen, Mann. Das ist ja voll ekelhaft. Das war blöd. Warum kannst du nicht einfach nach unten schießen? Du sagst Gesicht. Warum werden die jetzt alle ab, Mann? Ich werde hier sterben, Alter. Allein dieser Typ im Hintergrund, der ist so vollkommen, ey. Ich muss mich nicht nur mit diesen alten Drohnen rumschlagen, ich muss mich auch mit dem rumschlagen. Komm, ich will noch den alle sich haben. Ja, 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 noch zwei Stück. Ja, komm, jetzt kämpfen wir einfach mit dem zweiten, ne? Ist klar. Als ob das aufwehren kann gleich. Als ob, ey. Scheiße. Jetzt habe ich Captain Marvel und zwei Altschundrohren. Komm, das schaffe ich jetzt noch, oder? Einer noch. Komm her, Bitch. Das war blöd. Ich will es gar nicht einsetzen, warum setzt du es ein? Ich spring da wie so ein Idiot rum, ey. Komm doch her einfach. Alter, kannst du aufhören mit deiner verfickten Kugel da hinten? Gott, ey, du gehst mir so auf den Sack. Alter. Ernsthaft, hat mir noch Schaden gemacht. Wenn ich jetzt da verloren hätte. Grandmaster Mayo. Ernsthaft? Strider, hear you. Noble to the last. I merely wanted you to know who it was that ended your existence. You forget, Strider. Death has no dominion over me. Yet still you die. Oh, that's clear. My thanks. Those words must feel strange on your tongue. It looks so insignificant. Don't be deceived by its appearance. The stone is a source of unimaginable power. A power stone. The name makes sense now you explained it like that. X, take the stone. I don't know. Do I have the right to wield its power? Am I? Got it. Let's go. Uh-oh. Neogenesis protocol initiated. Sigma virus ready for deployment. X, what's going on? What is it? The Gravitron core. It's a weapon. Its payload, the Sigma virus. The target, Earth. Wer hätte das gedacht? Where? Oh man. Just wait till mom and dad get home. The Titan is free. Long story. We've lost the Soul Stone. It is in the possession of the Dark Messiah, Jeddah. He has raised a symbiote, fed upon a million souls. I think we found your missing stone. Along with the demon and his giant pet. Where? Yo. I sense more stones nearby. Yes, with their power. I shall save this wretched world!
ist lauter Vorrat. Never mind, we see you. We're on our way. Could have taken the elevator. All right, anybody have any more bad news they'd like to share? Stark, this is Captain Marvel. Come in. Reading you, Carol. You have the Power Stone? Affirmative. We also have a problem. No Moon ejected its core, carrying the Sigma virus and heading your way. Projected point of impact, 2 miles north of central New Metro City. Convenient. This tech's like nothing we've seen. We've given it everything we've got and barely scratched it. Do what you can. If that virus reaches Earth... Acknowledged. Stark, come in. Finally. Go ahead, Captain. We have the time stone. Approaching the city now. ETA 7 minutes. Make it 3. We've got to stop that thing! They're symbiotes. They're vulnerable to high-frequency vibration. A signal generator, church bells? We're in the wrong neighborhood for church bells, buddy. I got it. No, wait! Oh, man. Not again. Warte, was? Spider-Man hat wieder seinen schwarzen Anzug an. Das ist ja geil. Kann man mit dem spielen? Oder wird er kontrolliert? Ich hoffe nicht. Puh, aber diese Cutscenes, die sind echt geil aus, Alter. Muss ich echt sagen. Die Zwischensequenzen sind... sind echt geil gemacht für die heutige Zeit. Ich meine, klar, es gibt schon was Besseres, aber... Hey. Die Story gefällt mir. Ich glaube, wir haben schon die Hälfte durch. Wenn ich jetzt nicht lügen will. Also, geschätzt die Hälfte. Obwohl. Ich hoffe, die erzählen auch noch die Geschichte, wie Ultron zu dieser Macht kam. Boah. I'll handle the big guy. You guys help the kid. Behold my masterpiece. You shall be the first to offer it your soul! Ready! Fight! Yep, Spider-Man im schwarzen Anzug. Ab das, Leute, im nächsten Part. Bis dahin.